Tim Cooper è un giovane australiano e fa il giornalista. Marlene Bauer è un'anziana in pensione. I due si incontrano in un bar di Amburgo. Ascoltate prima la traduzione frase per frase e poi tutto il dialogo. Waren Sie schon einmal hier? Siete già stata qui? Eravate lei già una volta qui? Waren Sie schon einmal hier? Ja, schon oft. Nachmittags trinke ich hier gern Tee. Sind Sie nicht aus Hamburg? Sì, sí, molte volte vengo qui volentieri di pomeriggio a bere il tè. Lei è di Amburgo? Ja, schon oft. Nachmittags trinke ich hier gern Tee. Sind Sie nicht aus Hamburg? Nein, ich komme aus Australien. Ich bin Journalist. No, vengo dall'Australia e sono un journalista. No, io vengo da Australia. Io sono journalista. Nein, ich komme aus Australien. Ich bin Journalist. Oh, dann haben Sie wohl viel Arbeit? Oh, allora probabilmente avete molto lavoro. Oh, dann haben Sie wohl viel Arbeit? Ja, ja, ich habe nicht viel Zeit. Sì, si, non ho molto tempo. Sì, si, io ho non molto tempo. Ja, ja, ich habe nicht viel Zeit. Ach ja, ich bin ren Aaron. Aber ich habe auch nicht viel Zeit. Ich bin sehr aktiv. Ah, sì, io sono pensionata, ma io anche non molto tempo. Io sono molto attiva. Ach ja, ich bin ren Aaron. Aber ich habe auch nicht viel Zeit. Ich bin sehr aktiv. Was waren Sie von Beruf? Cosa erano lei di lavoro? Was waren Sie von Beruf? Ich war Verkäuferin. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft hier in Hamburg. Ich war Miei genitori avevano un alimentari negozio via d'amburgo ich war verkäuferin meine eltern hatten ein lebensmittelgeschäft hier in hamburg das geschäft war klein aber ich hatte viel arbeit heute sind die supermärkte ja oft so groß il negozio era piccolo ma io avevo molto lavoro Oggi sind die Supermärkte, ja, spesso così grandi. Das Geschäft war klein, aber ich hatte viel Arbeit. Heute sind die Supermärkte ja oft so groß. Ist das nicht gut? es sbagliato? E non va bene? non buono? Ist das nicht gut? Doch, aber früher gab es dort immer Zeit für Gespräche. Kunden und Verkäuferin hatten Kontakt. Das war schön. Però ma prima davano sempre tempo per chiacchierare. Clienti e commesse avevano contatto. Questo era bello. Doch aber früher gab es dort immer Zeit für Gespräche. Kunden und Verkäuferin hatten Kontakt. Das war schön. War denn früher alles gut? Quindi prima andava tutto bene. Era quindi prima tutto bene? War denn früher alles gut? Nein, natürlich nicht. Aber man hatte mehr Zeit. Na ja, heute ist es auch gut. No, naturalmente no. Ma uno aveva più tempo. Ma sì, anche oggi non va male. Nein, natürlich nicht. Aber man hatte mehr Zeit. Na ja. Heute ist es auch gut. Geh schwimmen. Ich treffe Freundinnen. Gestern waren wir im Kino. Io vado nuotare. Io incontro amiche. Ieri eravamo noi al cinema. Gehe schwimmen. Ich treffe Freundinnen. Gestern waren wir im Kino. Woher kommen Sie denn? Dunque, da dove viene? Woher kommen Sie denn? Aus Sydney. Die Sydney. Aus Sydney. Ora ascolta tutto il dialogo, senza la traduzione. Waren Sie schon einmal hier? Ja, schon oft. Nachmittags trinke ich hier gern Tee. Sind Sie nicht aus Hamburg? Nein, ich komme aus Australien. Ich bin Journalist. Dann haben Sie wohl viel Arbeit? Ja, ja, ich habe nicht viel Zeit. Ach ja, ich bin Rentnerin. Aber ich habe auch nicht viel Zeit. Ich bin sehr aktiv. Was waren Sie von Beruf? Ich war Verkäuferin. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft, hier in Hamburg. Das Geschäft war klein, aber ich hatte viel Arbeit. Heute sind die Supermärkte ja oft so groß. Ist das nicht gut? Doch, aber früher gab es dort immer Zeit für Gespräche. Kunden und Verkäuferin hatten Kontakt. Das war schön. War denn früher alles gut? Nein, natürlich nicht. Aber man hatte mehr Zeit. Na ja, heute ist es auch gut. Gehe schwimmen. Ich treffe Freundinnen. Gestern waren wir im Kino. Woher kommen Sie denn? Aus Sydney. Ora, ascolta tutto il dialogo senza i sottotitoli. Waren Sie schon einmal hier? Ja, schon oft. Nachmittags trinke ich hier gern Tee. Sind Sie nicht aus Hamburg? Nein, ich komme aus Australien. Ich bin Journalist. Oh, dann haben Sie wohl viel Arbeit? Ja, ja, ich habe nicht viel Zeit. Ach ja, ich bin Rentnerin. Aber ich habe auch nicht viel Zeit. Ich bin sehr aktiv. Was waren Sie von Beruf? Ich war Verkäuferin. Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft hier in Hamburg. Das Geschäft war klein, aber ich hatte viel Arbeit. Heute sind die Supermärkte ja oft so groß. Ist das nicht gut? Doch, aber früher gab es dort immer Zeit für Gespräche. Kunden und Verkäuferinnen hatten Kontakt. Das war schön. War denn früher alles gut, Frau König? Nein, natürlich nicht. Aber man hatte mehr Zeit. Na ja, heute ist es auch gut. Ich gehe schwimmen, ich treffe Freundinnen. Gestern waren wir im Kino. Woher kommen Sie denn? Aus Sydney. Ach ja, erzählen Sie doch mal, wie ist Sydney denn?